Neue Bahnstadt Oplan, Wohnen an der grünen Mitte, Oktober 2014. Was bei den Mehrfamilienhäusern 1 und 2 aussieht wie ein Richtfest, ist ein Deckenfest. Dieses feiert man bei Häusern ohne Dachstuhl, wenn die letzte Decke gegossen ist. Die Einfahrt zur Tiefgarage wird in den nächsten Tagen fertiggestellt. Bei den Häusern Vario Star und Style sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen und der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Hierfür wird laufend Material angeliefert. Wände und Decken werden verputzt und Leitungen für die Fußbodenheizung sind verlegt. Die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Fernwärme und Glasfaserkabel für das Giganetz der Zukunft sind bereits angeschlossen. Letzte Solarmodule werden bei den Häusern Maxima, Solida und Familia installiert. Klinkerarbeiten bei den Häusern Klassiker mit Front- und Seiteneingang sind im Zeitplan. Und die letzten Häuser vom gleichen Typ werden eingedeckt. Ist noch zu bemerken, dass das eingespielte Team 4 Häuser am Tag schafft, sie einzudecken. Begleiten Sie uns jetzt bei einer Kamerafahrt über den ersten Bauabschnitt. Von oben sieht man jetzt das Mehrfamilienhaus Nummer 1 und unterhalb sieht man auch deutlich die Tiefgarageneinfahrt. Jetzt überqueren wir das Mehrfamilienhaus Nummer 2. Rechts am Bildschirmrand sieht man die Häuser vom Typ Klassiker mit Front- und Seiteneingang und links davon die Häusertypen Maxima, Solida und Familia. Jetzt nähern wir uns den Häusertypen
Vario Star und Vario Style. Der Kreis schließt sich und wir sind wieder über dem Mehrfamilienhaus Nummer 1.